Fahrt! Wo ist denn eigentlich die Bremse? Bei mir ist nur für Notfall. Bist du Fahrschüler oder Bremsschüler? Aber ich muss doch. Muss, ist deutsches Gefühl. Hosen voll, aber immer müssen. Türkisch Autofahren ist kreativ. Erfindet Regel immer wieder neu. Und nun mach mal. Da, ich muss anhalten. Wieso? Fußgänger auf der Straße. Also Bürgersteig noch frei. Bist du ruhig frei? Da, hat er nicht Vorfahrt? Weiß man ihm erst hinterher. Siehst du, du hattest. Dika, dur. Um Gottes Willen, warum bremsen wir denn? Hab ich doch gesagt, für Notfall. Familie will Eis essen. Also geh mal, hol mal. Was denn? Ich? Wieso? Don Durma. Weil es ist türkisch zu machen, was Familie sagt. Also, heidi. Und Deutsch ist das zu glauben. Heute erste Fahrt. Weihnachtsmann, alles ist klar. Winter. Ich heiße Winter. Und im Winter. Wer bringt Freude ins Haus und macht den Sack leer? Weihnachtsmann. Siehst du. Also jetzt. Was denkst du, was machst du? Tja, der Wagen ist ordnungsgemäß überladen. Dann könnte ich jetzt eigentlich losfahren. So, glaubst du. Was denkst du, was kriegst du, wenn du machst bei Prüfung? Die Fahrerlaubnis? Genau, die Erlaubnis, mit Bus nach Hause zu fahren. Hast du vergessen, zu fühlen mit Herz, wie Türke. Sagst du mir mal typisch türkische Eigenschaft. Weiß jetzt keine. Denk mal Klischee. Gastfreundschaft. Genau. Haydi bakalım. Los, einsteigen. Was denn? Alle? Natürlich. Bitte sehr. Ey, bist du Feminist oder was? Bei uns gibt eine Brauch. Zuerst der Mann sitzen und dann die Frau. Hab ich das vergessen? Ja, unten! Will auch mit! Ich Mann! Also sitz vorne! Steig mal aus! Alter, Alum! Siehst du, Weihnachtsmann? War erst der Fahrt. Hast du überstanden? Gratuliere! Aber ich bin noch gar nicht gefahren. Ja, aber hast du gedacht, du bist ja gefahren? Türkische Fahrtheorie. Prima, hä? Eh? Kommst her. Hier hast du ein bisschen Praxis. Bringst du die Tüten rein, hä? Eh? Einzelhandel! Hier ist kein Tempolimit! Schickoff, der Roller! Winter. Ich heiße Winter. Ja, zum ersten Mal kannst. Und in Winter! Wenn du bist dick angezogen und schiebst das Auto, was du brauchst du? Ein Deo-Roller. Siehst du? Also, wo ist Moderator? Kann ich nicht länger warten in Garderobe? Habe ich noch andere Fahrschüler? Aber Herr Yildirim, ich bin doch der Einzige. Stimmt. Und so schnell wie du lernst, du bist der private Altersversorger für ganze Familie. Bis Moderator kommt, wir machen weiter mit dem Unterricht. Also, heutige Thema, Verhalten nach Unfall. Heute, ausnahmsweise, du musst lernen, Deutsch zu denken. Woran denken Deutsche als Erste nach dem Unfall? Erste Hilfe? Falsch. Versicherungsbetrug. Deswegen, du hast geschoben die Auto, obwohl noch fährt. Aber... Halt, sus. Kommst du nach vorne? Wir machen mal Überprüfung von Schaden an Unfallauto. Heide. Also, soweit ich das sehen kann, ist die Stoßstange etwas angekratzt. Richtig. Und was ist mit der kaputten Blinker? Wieso? Der ist doch noch ganz. Tatsächlich guckst du noch mal. Kaputt.
Richtig. Ach, warum? Lernst du schnell. Und was muss Moderator noch ersetzen? Ich weiß nicht. Antenne, Scheibenwischer, Scheiben. Guck mal oben. Nein, nix da oben. Hier. Waschmaschine. Hat Schleudertrauma. Genau wie die ganze Familie. Steig mal raus. Heide Bakalem. Steig euch mal. Sag mal, hast du auch Schmerzen? Nein. Ah! Ja. Nimmst du hier deutsche Halskrause für türkische Unfall. So, jetzt sind wir richtig gut vorbereitet. Wir brauchen nur noch eines. Schuldanerkennung von Moderator. Wir suchen mal. Heißt das, wir fahren wieder? Mhm. Wir schieben. Mhm. Ich schiebe. So, mach mal. Und ihr habt vergessen, was ihr gerade gesehen. Tamam! So, alles klar, Rettungsring! Wozu braucht man denn im Auto einen Rettungsring? Damit meine ich dich. Zunächst, wir brauchen ein Auto. Aber ich heiße Winter. Und im Winter, was fressen sich Deutsche an um die Hüfte? Einen Rettungsring. Siehst du, jetzt fahr mal. Darf ich den heute auch ganz bestimmt fahren? Ich meine selber. Natürlich, ich verspreche dir. Jetzt mach hin. Okay. Was ist denn? Du bist gefahren! Du steig mal aus! Hab ich was falsch gemacht? Nein, nein! Du hast doch alles richtig gemacht! Aber Fahrt war anstrengend. Du musst Rast machen. Aber wir waren keine 100 Meter unterwegs. Und ich bin kein bisschen müde. Pass mal auf. Wenn du bist müde und machst Rast, ist viel zu stressig. Musst du machen Rast, wenn du bist fit. Kannst du besser genießen. Hier, helf mal. Was denn? Grillen? Bei der Kälte? Natürlich. Wir Türken sind warmherzige Menschen. Frieren nie. Wo ist die scheiß Grillkohle? Siehst du, hörst du? Deutsche Autofahrer. Immer Stress. Immer schlechte Laune. Dabei kommen die schneller voran als wir. Steh mal auf und reagier. Ja. Den Wagen zur Seite fahren, ja? Hab ich gesagt, du sollst deutsch reagieren? Du musst türkisch reagieren. Immer schön freundlich zurückhupen. Winken. So, wer soll rückwärts fahren? Sydney. Manfred. Gerald! Ich meine, ich heiße nicht Sydney, sondern Manfred. Manfred Winter. Und im Winter. Wonach sehnt man sich? Nach Sommer. Und wo ist Sommer, wenn hier ist Winter? In Australien. Siehst du? Und wie heißt Hauptstadt von Australien? Canberra. Fahr mal los, Klugscheiße. War das wieder zu deutsch? War das rückwärts nicht türkisch genug? Doch, aber guck mal nach vorne. Was siehst du? Um Gottes Willen! Oh, Onkel, lag noch drunter. Wollte Auspuff reparieren. Hab ich vergessen. Also, woran denkst du jetzt zuerst? Versicherungsbetrug. Falsch! Sind wir Türke, nichts Deutsche. Also. Erste Hilfe? Ach, für den. Hadi, hadi. Da ist ja nur Tee drin. Natürlich. Tee ist zweithäufigste Hilfe für Türken. Brauchst du noch Gaskocher, Topf, Becher hier, Zucker und Wasser. So, nun mach mal. So. Bitte sehr. Ich hoffe, es geht Ihnen jetzt besser. So, erste Hilfe fertig. Kannst du jetzt leisten zweite? Zweite Hilfe? Wem denn? Auto. Krieg mal und reparier Auspuff.